Gut, jetzt warte, lass mich noch ein Thema machen, weil sonst bist du schneller fertig. Weil wir bei alten Leuten waren. Ha. Apple hat ja irgend so ein Keynote gehabt oder irgendwas. Und das Einzige, was mir eigentlich, wo ich mir auch gedacht, wow, das ist cool, ist ja jetzt, dass diese AirPods Pro jetzt wahrscheinlich von der FDA eine Zulassung als Hörhilfe kriegen. Oder als bedeutet somit, dass gerade in Amerika, wo Hörgeräte schweineteuer sein, Es sind auch bei uns Schweine teuer. ja, bei uns kriegst du aber ein Sie Krankenkassengerät. sind aber. Ja, okay, bei uns kriegst du auch, wenn du dir's, wenn du nicht mehr ausgeben willst, ein Krankenkassengerät. Dann Ja, kannst du und auch, dann das. kannst du aber gleich mit einem Hörhorn Na, durch die Menge laufen, weil die weißt du was? Weißt du Krankenkassengeräte was ja sind ja das. richtig große, klobige Dinger, oder? Na, 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 eben nicht. Weißt du, was das Orge ist? Dass diese ganzen Hörgeräteakustiker in dem Fall teilweise dir nicht sagen, was es alles für Kassengeräte gibt. Weil es gibt auch sehr kleine Kassengeräte. Nur musst du meistens extra dann noch fragen. Also das ist eher bei uns das Problem, aber du kriegst zumindest irgendwas, weil in Amerika Ja, kriegst du stimmt, gar ja. nichts, wenn du nicht zahlst. Und wenn man jetzt bedenkt, was das für ein großer Markt ist, ich meine, das geht jetzt natürlich nur bis zu einem gewissen Level der Höreinschränkung, Naja, es geht aber, glaube ich, es geht aber, aber glaube ich, auch für generell Höreinschränkungen. Jetzt, du musst nicht alt sein. Es, glaube ich, reicht schon, wenn du sowas hast wie ein Tinnitus oder sowas, könnte das theoretisch auch hilfreich sein. du brauchst einmal einen Genau, Gehörsturz ja, gehabt haben. genau, ja. Und jetzt reden wir Zum davon, Glück nicht gehabt. AirPods Pro 2 kosten 300, 200 bis 300 Euro. Ja, sicher. Aber das ist halt nichts, was du den ganzen Tag in die Ohren drinnen haben willst, gell? Das sei halt auch mal dazu gesagt. So ein Hörgerät Naja. hab halt dann von der Laufzeit her dann halt auch schon ein bisschen länger. Naja, du hast ja das Hörgerät auch nicht 24 Stunden drin. Nein, das nicht. Das nicht. Aber halt doch länger als 3 oder 4 Stunden. Ja, ich verstehe, aber das macht für Apple ist das ja durchaus, das ist ja super sinnvoll, das, was sie da machen. Also das ist ja Ja, super auf gescheit. alle Fälle. Ja, Apple ist geht ja schon länger auf den Gesundheitsmarkt und die wissen ja genau, dass man nur Und vor Kohle allem, machen du kann. bist halt gerade als junger Mensch, weißt du, Hörgerät ist eher, naja, du wirkst halt sehr alt mit einem Hörgerät. Und das kann halt dann sein, dass das den Ganzen das ein bisschen auflockert, dass du halt sagst, ja, okay, habe halt die AirPods drin. Ja, sicher. Ja, klar. Aber gerade jungen Menschen würde ich halt eher sagen, da ist besser vorsorgen und gar nicht so weit kommen lassen, dass man einen Hörsturz oder sowas kriegt. Na, Ich weiß, na, das. Hörsturz muss nicht unbedingt einmal zwingend etwas mit lautem Geräusch zu tun haben. Das reicht ja auch schon, glaube ich, hoher Blutdruck und so Zeug. Ich kann auch stressbedingt kann schon einen Hörsturz Und kriegen. stressbedingt, ja, genau. Aber meistens trifft sie die jungen Leute ja mit hauptsächlich Musik und Konzerte. Und da kann ich sehr empfehlen, sowas, das ich nutze. Ich empfehle noch was, geht's nicht hin. So, und jetzt für Menschen, die im Leben doch hin und wieder gerne ein bisschen Spaß haben wollen, nutzt solche Gehörschützer. Ich hab mir da eine von Alpine eine gekauft, um 50 Euro. Das sind nicht angepasste, sind aber schon sehr, 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 sehr gut. Und sonst Hörgeräte, Akustiker, die machen euch für 150 bis 200 € auch sehr gute angepasste Wenn es bitte Gehörschützer. einmal auf ein Konzert geht, kauft die diese Over-Ear-Dinger. Die von die Bauarbeiter. Ja, ich meine, die kosten 15 Euro. Das geht da, ja, Also, klar. bevor ich jetzt gar nichts habe, sage ich ja, ist mir das lieber. Gut, bevor ich gar nichts habe, dann stecke ich mir eine Oropax ins Ohr rein, also eine Schaumstoffgummis. Weil die großen Gehörschutz, die sind für Musikkonzerte eher nicht geeignet, weil die lassen ja zumindest gewisse Frequenzen durch, die du ja haben willst beim Konzert. Sie dämpfen aber Ich alles meine, ich nur. habe ja nicht dazu gesagt, zu welchem Konzert du gehst. Ja. Bei gewissen Konzerten möchte ich die Großen haben. Ja, klar. Dass ich wirklich nichts mehr höre. Das ist das Feine bei dir. Also würde ich jetzt, keine Ahnung, irgend zu irgendeinem Metal-Konzert gehen, gibt's eigene Adapter, die Höhen mehr weg dämpfen. Und wenn ich jetzt, keine Ahnung, von Rave gehen würde, dann gibt es einen eigenen Adapter, den man einstecken kann, der eher die Tiefen ein bisschen wegdämpft und die Mitten.
Also von dem her ist das ziemlich cool, was ich da habe. Also für kleines Geld ein guter Gehörschutz, weil ich bin auf mein Gehör bin ich sehr, sehr, also Augen und Gehör, das ist so das Zeug, auf das lasse ich nichts kommen. Da passe ich extrem auf. Schutzbrille und Gehörschutz, auch beim Arbeiten in der Werkstatt, immer. Ja, soll er so Ja, sein. da. Okay. Und hin und wieder tue ich halt gerne ein bisschen laut Musik horchen, aber das kompensiere ich dann wieder mit weniger laut Musik horchen. Aber es ist ein Unterschied, dort Sagen wir mein es Auto ein so. bisschen die Mucke aufdreht im Vergleich zu einem Konzert, wo man direkt in der fünften Reihe steht, vor die riesigen Lautsprecher. Also es ist ein bisschen Unterschied von der vom Schalldruck her, sagen wir es so. Gut.